Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr verehrte Damen und Herren im Haus und vor den Fernsehgeräten. Ja, Frau Kollegin Steinacker, es freut mich, dass Sie hier ein Plädoyer für jede Stimme abgegeben haben. Nur dürfen wir nicht vergessen, und das ist ein bisschen in der Diskussion bislang untergegangen, dass ja von 806.000 eingelangten Wahlkarten über 46.800 Stimmzettel nicht ausgezählt werden konnten. Und das war eben für den Bürger nicht nachvollziehbar, weil der Bürger weiß nicht, dass seine Stimme nicht gezählt worden ist. Und das Innenministerium hat uns mitgeteilt, dass die größten Probleme die fehlende Unterschrift oder auch die zu frühe Abschickung der Wahlkarte waren. Aber wie gesagt, der Bürger weiß es nicht. Der Bürger weiß weder, dass er nicht oder nicht richtig unterschrieben hat, noch weiß er nicht, dass er zu früh abgeschickt hat, und er weiß auch nicht, dass seine Stimme niemals gezählt hat. Und deswegen, auch wenn wir diesem Gesetz heute hier zustimmen, halten wir unsere Kritik an dem derzeitigen Wahlsystem vollinhaltlich aufrecht. Wir finden nicht, dass die Briefwahl im Inland wirklich notwendig ist. Für gebrechliche Personen gibt es die Möglichkeit, fliegende Wahlkommissionen einzurichten. Wir haben de facto in vielen Gemeinden heutzutage schon Vorwahltage. Man kann sich dort die Wahlkarte persönlich abholen und in eine Art Briefkasten einwerfen. Warum führen wir das nicht wirklich ein? Warum bieten wir den Menschen nicht Möglichkeiten, ihre Stimme auch wirklich nachvollziehbar richtig abzugeben? Es freut mich, dass der Herr Klubobmann Schieder und auch der Kollege Wittmann zuerst ein Bekenntnis abgegeben haben dafür, dass wir heute nicht am Ende sind bei unserer Diskussion, sondern dass wir das weitertragen, und wir werden auch dort dann konstruktiv unsere Lösungen einbringen. Und ich bitte Sie aber, Herr Kollege Wittmann, nachdem Sie gesagt haben, Ihnen ist es besonders wichtig, dass die Wahlkarte oder das Wahlkartensystem sicher und auch datenschutzrechtlich ohne Einwände durchgeführt werden kann, dann bitte ich Sie, dass wir die Briefwahlkarte nicht als alternativlos sehen. Wenn wir bei unseren Verhandlungen draufkommen im Verfassungsausschuss, die Briefwahl kann nicht sicher und datenschutzrechtlich einwandfrei abgehalten werden, dann muss am Ende auch die Möglichkeit sein, die Briefwahl im Inland vollkommen abzulehnen und nur für die Auslandsösterreicher weiterhin in Geltung zu halten, damit auch diese von ihrem Wahlrecht nicht ausgeschlossen werden. Unsere Zustimmung heute aus pragmatischen Gründen, wir haben es gehört, zentrale Wählerevidenz, aber bitte nicht als Zustimmung zu diesem Briefwahlsystem missverstehen. Dankeschön. Man dürfe die Briefwahlkarte nicht als alternativlos betrachten, argumentiert Philipp Schangel von der FPÖ. Wenn diese nicht sicher sei, sollte man die Briefwahl im Inland abschaffen und nur mehr für Auslandsösterreicher zulassen, argumentiert er. Nikolaus